Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Der Tag wird heute lang. Die Sitzung ist eröffnet. Zunächst müssen wir noch eine Wahl durchführen. In den Beirat bei der Bundesnetzagentur soll auf Vorschlag der Fraktion der SPD der Abgeordnete Bernd Westphal als Nachfolger für den ausgeschiedenen Abgeordneten Falko Mors als ordentliches Mitglied gewählt werden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Damit ist der Kollege Westphal als Mitglied gewählt. Ich rufe auf. Herzlichen Glückwunsch. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 7a bis 7d, Beratung von Vorlagen zur Einführung einer Preisbremse für Erdgas, Wärme und Strom sowie einer Studierendenenergiepreispauschale. Zu dem Entwurf eines Studierendenenergiepreispauschalgesetzes liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache. Und zuerst beginnt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Dr. Ingrid Nestle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir bringen heute das Gesetzespaket zur Gaspreisbremse und Strompreisbremse ein. Die Menschen und Unternehmen in diesem Land können sich auf die Ampel verlassen. Putin hat diesen Kontinent in eine sehr schwierige Lage gebracht und Deutschland durch eine Kombination von absichtlich hochgetriebenen Preisen für fossile Energien in Mischung mit einer Desinformationskampagne, daran seien gar nicht die Fossilen oder Putin schuld, sondern wahrscheinlich die Erneuerbaren oder der Klimaschutz, dieses Land in eine sehr schwierige Lage gebracht. Und ja, dass Sie jetzt hier vom ganz rechten Rand möppern, das ist sehr bezeichnend. Denn als Einzige sind Sie diejenigen, die Putins Desinformationskampagne sogar hier unterstützt. Und das fügt diesem Land wirklich schweren Schaden zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können die Folgen von Putins Angriff nicht ausradieren, aber wir können sie sehr wohl mildern. Wir können dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht daran zerbricht, dass der und die Einzelnen nicht allein gelassen sind und unsere Wirtschaft stabilisiert wird. Und da möchte ich mich ganz zuvorderst bedanken beim Wirtschafts- und Energieministerium, die in wirklich, wirklich grandioser, sehr harter Arbeit diese Entwürfe erarbeitet haben. Und ich finde, sie haben eine ganze Reihe sehr, sehr guter Aspekte. Erstens, die Entlastung kommt automatisch. Niemand muss Anträge stellen, niemand muss Formulare ausfüllen. Nein, das Geld kommt automatisch bei Ihnen zu Hause an. Zweitens. Wer Gas und Strom spart, spart auch weiterhin Geld. Und ja, auch das ist wichtig. Denn damit wir gut durch diesen und den nächsten Winter kommen, ist es weiterhin wichtig, dass wir alle gemeinsam aus Solidarität, ich sage es noch mal, weil es hier ständig falsch unterstellt wird, nicht die Leute mit wenig Geld müssen sparen, weil sie kein Geld haben. Wir alle als Gesellschaft, auch gerade die Reichen, in Solidarität, damit wir mit dem knappen Gas durch diesen und den nächsten Winter kommen, müssen wir Gas und Strom sparen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass in diesem Entwurf dafür gesorgt wird, dass diejenigen, die das tun, auch tatsächlich bares Geld behalten. Drittens finde ich es sehr gut, dass mit diesem Gesetz alle entlastet werden. Menschen, Unternehmen, Kommunen und ohne eine komplizierte Unterscheidung, wer zu welcher Gruppe gehört. Nein, wir gucken lediglich, was ist die Gruppe mit hohem Verbrauch, was ist die mit niedrigem Verbrauch. Und ich halte diesen Ansatz für sehr intelligent und sehr effizient. Er sorgt für klare Kommunikation und macht die Umsetzung in so kurzer Zeit überhaupt erst möglich. Wichtig ist uns auch, dass die Subventionen bei den Reichen
besteuert wird. Dass ja, dass gerade besonders viel Geld bei denen ankommt, die wenig davon haben, dass besonders viel dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird. Wir werden uns darüber hinaus im parlamentarischen Verfahren dafür einsetzen, dass auch die Unternehmen, die sehr große Unterstützung bekommen, in dieser Zeit keine Boni und Dividenden ausschütten dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetzespaket organisiert Solidarität. Und dazu gehört auch, dass diejenigen, die sehr hohe Gewinne gemacht haben durch die hohen Energiepreise, ihren Beitrag leisten. In einem anderen Gesetz, das wir nicht hier diskutieren, geht es dabei um die Gewinne der Ölkonzerne. Hier und heute geht es um die Gewinne im Strombereich. Und dort werden alle relevanten Stromerzeugungstechnologien abgeschöpft, bei denen etwas abzuschöpfen gibt. Und ja, das sind nicht Gas und Steinkohle. Gas ganz evident deshalb nicht, weil wir wegen Gaskraftwerken mit teurem Gas überhaupt dieses ganze Problem haben. Da ist nichts abzuschöpfen. Aber auch die Steinkohle wäre sehr wenig zu holen. Und würden wir dieses wenige holen, bestünde die ernste Gefahr, dass tatsächlich wieder viel mehr Gaskraftwerke statt der Kohlekraftwerke laufen, dass wir viel mehr Gas verbrauchen, in eine Mangellage rauschen. Und das wäre kritisch. Es wird mitunter behauptet, wir würden am meisten bei den Erneuerbaren holen. Nein, wir besteuern hier oder wir schöpfen nicht explizit bei den Erneuerbaren ab. Wir schöpfen bei allen Stromerzeugungstechnologien ab, wo es geht. Aber ja, die Erneuerbaren liefern tatsächlich am meisten, weil die Erneuerbaren den größten Anteil an der Stromversorgung stellen und weil sie bei weitem am kostengünstigsten sind. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zwei sehr gute Nachrichten. Sie zeigen auch, wie dringend wir die Erneuerbaren brauchen. Für die Zukunft, für die Preisgünstigkeit, für die Versorgungssicherheit, für den Klimaschutz. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, mit diesem Gesetzespaket auch gute Investitionsbedingungen für die Zukunft, für die Erneuerbaren zu schaffen. Hier wird nichts abgeschröpft. Wir haben gute Sicherheitsmargen festgelegt. Das kann man vielleicht schon daran sehen, dass wir von geschätzten 90 Milliarden Zufallsgewinnen 20 Milliarden abschöpfen. Ja, wir brauchen die Erneuerbaren. Und wichtig ist vor allem, dass wir gute Investitionsbedingungen für die Zukunft schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird auch manchmal gesagt, warum gibt es zwei unterschiedliche Werte für Braunkohle? Das gucken wir uns an, genau wie die Werte für Atom. Ich sage nur schon mal, diejenigen, die sich beschweren, dass andere mehr kriegen, die können selbst den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen, dann bekommen sie auch den höheren Wert. Ich komme zum Abschluss. Dieses Gesetz kann nicht perfekt sein. Würden wir auf das perfekte Gesetz warten, würden wir gar nichts beschließen und die Menschen und Unternehmen in diesem Land allein lassen. Das Gesetz kann nicht perfekt sein. Aber es macht diese Regierung aus, dass sie trotzdem handelt, wo Handeln notwendig ist. Und das ist ein großes Glück für unser Land in dieser Zeit. Putin hat sich das anders gedacht. Er hat gehofft, dass unsere Demokratie schon in diesem Winter zusammenbricht. Aber die Menschen in diesem Land sind bereit für Solidarität. Unser Land ist stark. Und die Ampel ist bereit, die notwendige Unterstützung zu organisieren. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Andreas Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Energiepreise sind explodiert, vor allem weil Putin Energie als Waffe gegen uns einsetzt. Dem müssen wir die Stirn bieten. Und deshalb ist es richtig und notwendig, zu begrenzen, zu deckeln, zu bremsen. Als Union fordern wir seit Monaten diese Preisbremsen. Und soweit sie umgesetzt werden, unterstützen wir das, drängen wir darauf, dass sie beschleunigt umgesetzt werden und darauf, dass es klare Regelungen gibt. Insoweit haben Sie unsere Unterstützung. Aber die Art und Weise, wie Sie es umsetzen, Herr Finanzminister, die wirft viele Fragen auf. Wir machen es in Deutschland komplizierter als alle anderen in Europa. Es ist ein gemeinsames europäisches Vorhaben, Preise zu begrenzen. Wir machen es aber komplizierter als alle anderen. Wenn Sie es so umsetzen, dann werden wir zum Europameister für bürokratische Umsetzung. Und das kann nicht sein. Deshalb muss dann nachgebessert werden. Deshalb müssen die Regelungen klarer werden. Und Herr Lindner, ich frage mich, Sie machen diese komplizierten Regelungen. Sie sind doch der Finanzminister.
Doch, Sie sind zuständig für die Mehrwertsteuer. Warum, Herr Lindner, geben Sie nicht ein ganz klares Signal? Die Mehrwertsteuer wird gesenkt für alle, und zwar nicht für die beim Gas und für Fernwärme, aber beim Strom wiederum nicht, beim Öl auch nicht. Eine klare Botschaft, dafür sind Sie zuständig. Setzen Sie es um, Mehrwertsteuer runter für alle Energieträger. Das wäre ein wichtiger und richtiger Schritt. Und wir unterstützen Strompreisbremse, wir unterstützen Gaspreisbremse, aber wir sind gegen die erneuerbaren Bremse, die da vorgelegt wird. Was Sie hier machen, Ingrid Nestle hat gerade von Investitionssicherheit gesprochen, das beschädigt das Vertrauen in Investitionen in erneuerbare Energien, und die werden jetzt schon zurückgestellt. Und oh doch, es ist so, dass Erneuerbare in diesem Paket schlechter behandelt werden als die Fossilen, schlechter behandelt werden als die Kernenergie. Nirgends soll so abgeschöpft werden wie bei den Erneuerbaren Energien, und das darf nicht sein. Herr Habeck und die Ampel wollten doch mit dem Osterpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Das wird mit diesem Winter eingerissen. Es wird Vertrauen beschädigt, und deshalb muss man da noch mal ran. Und ich will Ihnen sagen, in welchen Punkten. Gerade ist gesprochen worden, wir schöpfen Gewinne ab. Nein, das ist nicht richtig. Bei den großen Konzernen Mineralöl, Gas, da werden Gewinne abgeschöpft. Aber hier werden Erträge abgeschöpft. Es werden fiktive Erträge abgeschöpft, was vermutlich verfassungswidrig ist. Es ist aber jedenfalls in der Sache falsch, weil damit Geld abgeschöpft wird, das es in vielen Fällen gar nicht gibt. Nehmen Sie die Bioenergie. Sie nehmen die Steinkohle aus, die CO2-ausstoßende Steinkohle. Aber die nachhaltige Bioenergie, die wird so gedeckelt, dass die Grundlage für den Weiterbetrieb infrage gestellt ist. Und deshalb müssen Sie da noch mal ran. Wir brauchen eine tragfähige Grundlage für die Bioenergie. Das, was danach gebessert wurde, reicht bei weitem nicht. Die haben Kostensteigerungen in ganz erheblichem Umfang. Das muss berücksichtigt werden. Gehen Sie da noch mal ran. Wir brauchen eine Grundlage für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren und keine Deckelung der erneuerbaren Energien. Und dasselbe gilt für die Kraft-Wärme-Kopplung. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist der verlässliche Partner für volatile erneuerbare Energien. Und denen entziehen Sie jetzt rückwirkend die Grundlage. Dadurch, dass Sie die Netzentgelte, die die bisher nicht bezahlen müssen, die sollen die jetzt bezahlen. Und damit werden vermutlich viele dieser Anlagen abgestellt werden und ausfallen in einer Situation, in der wir sie gerade brauchen. Bessern Sie das nach. Wir brauchen hier Verlässlichkeit. Wir brauchen Vertrauen. Und wir brauchen im Übrigen parlamentarische Entscheidung und nicht die Delegation wichtiger Entscheidungen an diese Regierung. Sie legen hier vor ein Gesetz, in dem Sie die Bundesregierung ermächtigen wollen, zu entscheiden, ob das, was Sie zur Abschöpfung vorlegen, ob das 7 Monate gilt oder 17 Monate. 7 Monate oder 17 Monate. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da ist doch der Kern parlamentarischer Bestimmung gefragt. Ich appelliere an Ihr Selbstverständnis als Abgeordnete. Nehmen Sie hier parlamentarische Rechte, weil es kann nicht sein, dass die Regierung, Herr Lindner, Herr Habeck und Olaf Scholz in der Suppenküche der Bundesregierung darüber entscheiden, ob 7 oder 17 Monate bei erneuerbaren Energien abgeschafft wird. Das muss hier entschieden werden. Hier schlägt das Herz der Demokratie. Das ist eine parlamentarische Entscheidung. Und deshalb im Grundsatz Strom- und Gaspreisbremse richtig. Falsch, dass Sie ganze Gruppen ausschließen bei Pellets. Und beim Öl, da muss was gemacht werden. Aber insbesondere müssen Sie da noch mal ran. Wir brauchen hier Verlässlichkeit, wir brauchen Vertrauen. Das ist entscheidend. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Matthias Miersch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Jung, das ist richtig, dass die Opposition auch Dinge anmerkt. Aber von Suppenküche etc. zu reden, das ist schon ein bisschen, sage ich mal, wenn man sich die Konzeption der CDU und CSU der letzten Monate mal in diesem Haus anguckt, was die Bewältigung dieser Krise anbelangt, dann wäre ich an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtiger. Das Erste, was diese Regierung und diese Koalition geleistet hat,
ist, dass wir Versorgungssicherheit sicherstellen. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Was für eine Chuzpe, Herr Merz. Schön, dass Sie jetzt auch da sind. Sie kritisieren die Gaslieferung aus Katar. Hätten wir Ihrem Vorschlag im März gefolgt, ein Gasembargo auszusprechen, wären wir jetzt in einer katastrophalen Gasmangellage. Sie hätten das Land an die Wand gefahren. Und da wir das Thema Versorgungssicherheit so gut wie möglich jetzt geregelt haben, machen wir heute den Aufschlag, um den zweiten wichtigen Punkt zur Bewältigung dieser Krise zu bewerkstelligen, nämlich das Thema Bezahlbarkeit. Und auch ja, Andreas Jung, da sind wir selbstbewusste Parlamentarier. Wir gucken uns jetzt diesen Gesetzentwurf einschließlich der Bremsen und der damit verbundenen Problematiken an. Aber was man hier sagen muss, ist, das, was Sie hier gemacht haben, als es um die Finanzierungsfrage dieser Bremse geht, Sie haben nicht zugestimmt. Mit Ihnen hätten wir überhaupt gar kein Geld, diese Bremsen jetzt zu organisieren. Sie waren gegen die 200 Milliarden. Und deswegen kann ich nur sagen, es war für unsere Fraktion sehr, sehr wichtig, dass wir neben dem 100 Milliarden Entlastungspaketen jetzt einen systemischen Eingriff in die Preisbildung vornehmen. Und damit schaffen wir Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher und für weite Teile der Wirtschaft. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir bremsen auf das Niveau, sodass das Doppelte im Vergleich zum Vorkriegszeitraum immer noch zu stemmen ist. Insofern ist das Thema Einsparung von Energie nach wie vor eins, was uns alle angeht. Aber das Zentrale ist, dass wir ein System haben, was nun kalkulierbar für die Zeit bis April 2024 ist. Klar ist, und ich weiß, dass Dietmar Bartsch mit Sicherheit auch darauf hinweisen wird, es wird keine Einzelfallgerechtigkeit bei einem solchen Gesetz geben. Aber der Anspruch ist schon, dass wir versuchen, so gut wie möglich und so zielgenau wie möglich dieses Gesetz zu formulieren. Und deswegen will ich hier ein paar Punkte benennen. Ja, augenblicklich, und das war zentrale Aufgabe der Kommission, richten wir uns an Gaskunden. Aber wir wissen, dass es auch Härten im Bereich von Öl, Pellets und Flüssiggas gibt. Insofern wollen wir uns auch eine Regelung für diese Abfederung ausdenken und sie kreieren. Das wird die Aufgabe der nächsten 14 Tage für die Parlamentarier in diesem Raum sein. Der zweite wichtige Punkt ist, die Versorger haben in der Kommission sehr deutlich gemacht, dass sie nicht wissen, wer sich hinter einem Anschluss verbirgt. Das ist die große Herausforderung, so zielgenau wie möglich zu sein. Und deswegen nehmen wir uns vor, auch bis April 2024 zu überlegen, welche Daten brauchen wir, um dann zielgenau im Zweifel zu steuern und auch zu unterstützen. Und wenn wir es jetzt nicht ganz schnell schaffen für diesen Winter, dann ist mindestens der Herbst und der Winter 2023/24 dann der Zeitpunkt, wo wir noch zielgenauer, noch gerechter, noch besser werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zudem geht es, ja, Andreas Jung, aber das nun gerade ausgerechnet die CDU/CSU die Erneuerbaren entdeckt hat, okay, man lernt dazu. Aber es geht natürlich darum, dass wir hier nicht Investitionen abwürgen im Bereich der Erneuerbaren. Und deswegen ist das Thema Biogas ein Thema, was wir uns in den nächsten zwei Wochen auch noch mal vornehmen werden, um hier keine Fehlsteuerung zu produzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für diese Koalition ist somit entscheidend, dass wir Krise bewältigen, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sicherstellen. Aber den dritten Punkt, den dürfen wir nicht vernachlässigen, und wir vernachlässigen ihn auch nicht. In dieser Krise muss das Neue gleichzeitig massiv zum Durchbruch verholfen werden. Und insofern ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien der Punkt, den wir genauso auf diese Tagesordnung setzen. Dann wird die Krise bewältigt mit einer Zukunftsrichtung. Darauf kommt es an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
nächster Redner für die AfD-Fraktion Steffen Kotré. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher, liebe Zuschauer im Land, Frau Dr. Nestle, Herr Miersch, ich muss einfach mal ein bisschen Wasser in den propagandistischen Wein gießen. Heute Morgen hatten wir 61 Gigawatt Leistung, und zwar von den fossilen, und lediglich 5 Gigawatt, die aus erneuerbaren Quellen stammten. Und so viel zum Thema, die Erneuerbaren könnten hier unser Land also mit Strom versorgen. Übrigens, von den 61 waren 20 Gigawatt Gas. Und so viel auch zum Thema, dass man die Kernkraftwerke nicht anstellen möchte. Die Gesetze zu den Preisbremsen sind eine Volksverdummung, wie wir sie seit Erich Honecker nicht mehr hatten. Die Ampelkoalition zerstört erst die Gas- und Stromversorgung, macht Strom und Gas so teuer wie nie und wie sonst nirgends. Dann stiehlt sie uns 200 Milliarden Finanzierung aus den Steuergeldern, um den Brand einzudämmen, den sie selbst gelegt hat. Aber, liebe Zuschauer, lassen Sie sich da nicht an der Nase herumführen. Die 200 Milliarden Euro könnten für Soziales, für Schulen, für Zukunftstechnologie ausgegeben werden. Aber mit dieser Ampelkoalition haben wir ein Abrissunternehmen. Und mit dieser Regierung haben wir eine linksgrüne Trümmertruppe, die Deutschland Schritt für Schritt leider abschafft, meine Damen und Herren. Und mal zum Vergleich. In der Schweiz liegt der Strompreis 2023 bei 25 Cent. Bei uns beträgt er 45 bis 60 Cent, also das Doppelte. Die Inflationsrate beträgt 3,5%. Bei uns mit 10% das Dreifache. Woran liegt das? Die Schweiz hat eine Regierung, die der Bevölkerung verpflichtet ist. Im Übrigen haben sie auch direkte Demokratie. Wir haben eine Regierung, die der USA, China, dem Internationalen Währungsfonds, der EU, Marokko oder anderen verpflichtet ist. Die USA und China bekommen gerade von uns ganze Industriezweige geschenkt, weil deutsche Unternehmen zu preiswerten Energiestandorten wechseln. Der IWF bekommt zig Milliarden für sinnlose Klimamaßnahmen, um diese dann in der ganzen Welt zu verteilen. In der EU zahlen wir für Green Deal und die Wirtschafts- und Gesellschaftstransformation, die uns Planwirtschaft und Bevormundung beschert. In Marokko wird gerade das Finanzsystem reformiert, und wir Steuerzahler dürfen uns an deren Kosten beteiligen. Vaterlandsliebe, meine Damen und Herren, Vaterlandsliebe findet augenscheinlich nun die gesamte Ampelkoalition zum Kotzen, und den Ministern ist es egal, was die Wähler denken. Bis 2060 werden wir und unsere Nachkommen den infantilen Doppelwumms, also den Doppeldummwumms, wenn man so will, noch bezahlen müssen. Die Verpflichtung Deutschlands mit jetzt schon mehr als 14 Billionen Euro sind ohnehin nicht mehr ohne entschädigungslose Enteignungen durch Inflation oder Diebstahl rückzahlbar. Wir drohen Zustände zu bekommen wie in Diktaturen, also wo Stabilität, Eigentum, Freiheit, wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeit nichts mehr zählen, meine Damen und Herren. Und ab jetzt ausgehandelten Gasdeal mit Katar lässt sich das ganze Versagen und die ganze Veruntreuungspolitik der linksgrünen Trümmertruppe festmachen. Obwohl sich Abwirtschaftsminister Habeck vor dem Scheichfass auf den Boden geworfen hat, werden wir nur magere 2% unserer Versorgungslücke damit schließen können, und das auch erst ab 2026. Russisches Gas verweigern, aber keine Alternative haben. Also das ist das Niveau meines zweijährigen Sohnes, der also seinen Nuckel wegschmeißt und sich dann wundert, dass er nicht mehr nuckeln kann. Willkür und Chaos überall. Die Erstattung der vermiedenen Netzentgelte wird abgeschafft. Aber mit dieser Abstattung kalkulierten kleinere dezentrale Stromerzeuger, die Stadtwerke zum Beispiel, die nun einen Teil ihrer Investitionen nicht mehr abdecken können. Mit dieser unvorhergesehenen Streichung nimmt man natürlich auch ein Stück Rechtssicherheit hier in Deutschland weg. Und wie lange
wird dieses zusammengeschusterte Konglomerat an Regelungen halten, bevor es also das Bundesverfassungsgericht wieder kassiert. Wenn das dann so kommt, dann stehen unsere Menschen hier im Land leider im Regen und die soziale Schieflage ist vorprogrammiert, meine Damen und Herren. Nein, die Lösung ist ganz einfach, Ausdehnung des künstlich verknappten Angebotes und damit Senkung der Preise. Das spart Geld, anstatt es den Steuerzahlern wegzunehmen. Alle Kohle- und Kernkraftwerke ans Netz. Nord Stream 2 muss für Gasimporte geöffnet werden. Ganz einfach, meine Damen und Herren. Die Ampelkoalition, die ist ein Abrissunternehmen und Deutschland leider das Opfer. Aber das wird den Menschen nicht lange verborgen bleiben. Nach Abwicklung der links-grünen Politik, meine Damen und Herren, nach Beendigung der Politik der verbrannten Erde, bauen wir Deutschland wieder auf. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Lukas Köhler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege, Sie sind ja eingestiegen in Ihre Debatte gerade, in Ihrer Rede, dass wir zu viel Kohle im Netz haben. Und ausgestiegen Sie sind, dass wir nicht genug Kohle im Netz haben. Ich glaube, das Einzige, was Sie sich mit Ihrer Rede gerade verdient haben, ist das Fleißbienchen aus Moskau, aber sonst gar nichts. Tut mir leid. Es tut mir leid, was Sie gerade aufgezählt haben, ist doch absurd. Ja, es ist richtig, wir haben gerade sehr viel mehr Kohle im Stromsystem. Warum? Damit wir für eine ausreichende Versorgungssicherheit sorgen. Natürlich argumentieren und gehen wir davon aus, dass wir in jeder Zeit, zu jeder Stunde, an jedem Tag ausreichend Strom brauchen. Und deswegen ist dieser Energiekrieg, den Putin gegen Deutschland und Europa führt, das, was uns zu all den Maßnahmen, die wir jetzt angehen, zwingt. Es ist doch nicht, weil wir denken, Mensch, super, lass uns mehr Kohle aus der Reserve holen oder lass uns insgesamt 300 Milliarden an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes geben, damit sie mit den Preisen klarkommen, die dadurch entstiegen sind. Wir sind gezwungen zu diesen Maßnahmen. Wir sind gezwungen dazu, das zu tun, was wir gerade umsetzen, und zwar, weil es einen Krieg in der Ukraine gibt und weil es einen Krieg gegen dieses Land durch Wladimir Putin auf der Energie- und Wirtschaftsseite gibt. Und ja, wir helfen den Ukrainern. Und ja, die Ukraine wird gewinnen. Und ja, wir werden durch diesen Winter kommen. Dadurch, dass wir den Menschen helfen, dass wir der Industrie, dass wir der Wirtschaft helfen, dass wir dafür sorgen, dass Gas und Kohle günstig genug bleibt. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Herrn Fahle? Nein, danke. Nein. Wir haben uns auf der Angebotsseite vorgenommen gehabt, dafür zu sorgen, dass das da ist, was nötig ist. Die Speicher sind voll, die Kohlekraftwerke gehen wieder ans Netz, die Kernkraftwerke laufen bis in den April und versorgen uns mit ausreichend Strom. Wir müssen aber natürlich auch an die Preisseite denken. Und ja, es gibt eine Menge Härten. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns dafür entschieden haben, ein oder zwei Instrumente zu wählen, die einfach, wirksam und unbürokratisch sind. Und ja, damit kann man nicht immer zielgenau sein. Ja, da gibt es Probleme und Fehler. Aber ja, was auch richtig ist, und da bin ich Robert Habeck dafür sehr dankbar, dass er diesen Vorschlag hier vorlegt zur Strompreisbremse, zur Gaspreisbremse. Weil es ist richtig und es ist wichtig, dass wir diese Maßnahmen jetzt einführen, dass die Menschen unterstützt werden, dass die Unternehmen, dass die Industrie weiterlaufen kann, dass die ökonomische Fähigkeit dieses Landes erhalten wird. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Maßnahmen. Und trotzdem bringen Sie die Sparanreize, die wir brauchen. Denn wir müssen über diesen Winter kommen. Und wir müssen für den nächsten Winter vorbereitet sein. Und trotzdem ist es gut und richtig, dass wir ein Instrument gefunden haben mit der Gaspreisbremse, das die Kosten so senkt, dass wir vorwärts kommen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns bei der Strompreisbremse sehr intensiv jetzt auch im parlamentarischen Verfahren noch mal angucken, was da passiert. Das BMWK hat einen Vorschlag vorgelegt, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ich glaube, es gibt eine Reihe von technischen Fragen, die wir klären müssen, sowohl auf der Seite des Auszahlungsmechanismus, aber vor allen Dingen auf Seite des Abschöpfungsmechanismus. Es ist klar, dass das ein ganz neues Instrument ist. Und neue Instrumente sind in der Politik fehleranfällig. Natürlich, das ist ganz normal. Es gibt Probleme und Herausforderungen, insbesondere wenn wir Dinge sehr schnell, sehr zielgerichtet machen müssen. Und ja, wir müssen darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel neue Anlagen von der Abschöpfung ausnehmen, weil wir dürfen mit der Preisbremse keine Investitionsbremse schaffen.
Wir dürfen nicht dafür sorgen, dass in neue Technologien, in neue Anlagen nicht im nächsten Jahr investiert wird. Und deswegen glaube ich, dass wir da viel machen müssen. Und ja, auch im Bereich der Bioenergie kann man noch einiges machen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben die europäische Ebene. Die zwingt uns dazu, eine ganze Reihe von Dingen zu tun. Und deswegen müssen wir und können wir dafür sorgen, dass wir an den richtigen Stellen Entlastung schaffen. Aber wir brauchen natürlich auch die Einnahmen. Und das gewährt diese Abschöpfung, dieses Instrument. Das gewährt uns die Möglichkeit, gezielt zu handeln, die Preise zu senken und dafür zu sorgen, dass an der richtigen Stelle das richtige Geld ankommt. Wir werden im parlamentarischen Verfahren dieses Gesetz noch besser machen. Wir werden die technischen Fragen klären. Wir werden dafür sorgen, dass richtige Investitionsanreize an der richtigen Stelle sind. Ich freue mich auf die weiteren Verhandlungen. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat zuerst das Wort zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Fahle. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich will den Vorredner nur mal sagen, ihm müsste doch bekannt sein, dass vor 6 Jahren Herr Habeck gefordert hat, keinerlei Gas mehr und Rohstoffe aus Russland zu holen. Dafür gibt es Videos, die seine Äußerungen aufgezeichnet haben. Jetzt müssten Sie doch glücklich sein, weil Herr Habeck geschafft hat, was er erreicht hat. Und dann faseln Sie etwas davon, dass Putin Gas als Druckmittel nutzt, sondern Ihre grün-linken Vorstellungen sind halt, link ist falsch, aber Ihre grünen falschen Vorstellungen sind doch alle, ja, die sind doch die FDP von heute, ist doch nichts anderes als der Wurmfortsatz dieser grünen Partei. Und dann faseln Sie hier etwas von dem Krieg von Moskau, der hier unser Gas erreicht. Es werden doch Ihre Träume verwirklicht. Sie verschleudern das Geld der Menschen. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Erzählen Sie den Leuten doch nicht so einen Unsinn. Diese Krise, die wir in der Energiepolitik haben, haben Sie als Ampelkoalition selbst herbeigeführt. Vielen Dank. Herr Dr. Köhler, Sie dürfen antworten. Entschuldigung. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Jetzt kann ich aber den nächsten Redner aufrufen für die Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch. Mikroanlage plus Herr Köhler, das ist schon ziemlich genial. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Nestlé, Sie haben hier gesprochen von grandios und Umsetzung in so kurzer Zeit. Ehrlich gesagt, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also noch im Sommer hat diese Regierung eine Gasumlage angekündigt, während andere Länder in Europa schon lange die Energiepreise gedeckelt haben und sich auf den Winter vorbereitet haben, haben Sie noch über höhere Preise schwadroniert. Das ist doch die Wahrheit. Deswegen muss ich Herr Habeck doch die Frage gefallen lassen, warum erst jetzt? Warum reden wir heute das erste Mal über dieses Thema? Nach Monaten, 9 Monate nach Beginn des fürchterlichen Krieges. Die Wahrheit ist doch spät, später Habeck, so wie Sie heute zu spät gekommen sind. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Beide, Strom- und Gaspreisbremse hätten lange da sein müssen. Die Menschen und die Unternehmen in Deutschland zahlen letztlich für ihre zu spät Politik einen höheren Preis. Ja, natürlich ist doch völlig unbestritten, dass Gas- und Strompreisbremsen geeignete Maßnahmen sind, die explodierenden Energiepreise einzudämmen. Und es ist auch richtig, dass dort entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Völlig unstrittig. Aber es ist eben nicht nur viel später, es ist auch noch mangelhaft. Ihre Bremsen würde kein TÜV in Deutschland anerkennen, meine Damen und Herren. Weil erstens sind die Bremsen zu hoch. Zweitens sind sie eine Einladung zum Abkassieren. Drittens sind sie sozial zutiefst ungerecht. Und viertens sind sie Schmieröl für die Gewinne der Energiekonzerne. Wir mit dem ersten Beginn. 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom. Die sind natürlich deutlich zu hoch. Das ist im Moment erstmal überhaupt keine Bremse, sondern aktuell ist das ein Gaspedal. Zumindest bei den Strombremsen.
bei den Strompreisen. Gebremst wurde real in Österreich. Da sind das 10 Cent pro Haushaltskontingent. Das wäre eine Bremse. 10 Cent, meine Damen und Herren. Wenn die Strompreisbremse bei 40 Cent ansetzt, dann ist es doch logisch, dass kein Versorger darunter bleibt. Warum kontrollieren Sie dann nicht die Preise? Wenn Sie bei 40 Cent die Rechnung übernehmen, müssen Sie doch sich von den Versorgern erklären lassen, wieso der eine 53% und der andere vielleicht 66% nimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Ohne staatliche Preiskontrollen sind Strom- und Gaspreisbremsen eine Einladung zum Abkassieren, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und lieber Matthias Mirsch, zu Recht darauf hingewiesen, das Hauptproblem ist die soziale Ungerechtigkeit. Wir alle hier und alle anderen Gutverdiener profitieren doch von den Bremsen am meisten. Das ist doch die Wahrheit, mehr als die Bevölkerung ansonsten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will den Wirtschaftsminister zitieren. Der hat gesagt, gerecht wäre, dass sie besonders bedürftig sind, besonders viel bekommen. Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Wer in diesem Jahr gespart hat oder sparen musste, weil er gar nicht anders konnte, der bekommt so gut wie gar nichts. Je höher der Verbrauch, desto höher die Entlastung. Das ist doch die Wahrheit. Und das bedeutet, wer eine Villa hat und wer jetzt vielleicht im Spätherbst noch ein paar Bahnen im Außenpool schwimmt, der bekommt eben viel, viel mehr. Das ist sozialpolitischer Wahnsinn. Ihre Gas- und Strompreisbremse ist Umverteilung von unten nach oben. Er ist ein Katalysator für soziale Ungerechtigkeit. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Denn manche können nicht mehr sparen. Manche können einfach nicht mehr sparen. Und wir haben ja Alternativen vorgeschlagen mit dem Bürgerkontingent. Ich muss das jetzt alles sehr abkürzen, weil ich noch eine Bemerkung zu den Energiekonzernen machen will. Ich meine, Sie haben angekündigt, die Gewinne abzuschöpfen. Ja, Investitionen schützen, das ist alles unbestritten. Aber ehrlich gesagt, auch da kommt doch viel, viel weniger. Auf einmal jetzt erst ab Dezember. Das war doch mal anders vorgesehen. 50 Milliarden Euro allein den Stromkunden wurde in diesem Jahr aus der Tasche gezogen. Warum wird das denn nicht wieder zurück umverteilt? Holen Sie sich das Geld zurück. Bei der Ampel läuft real weiter der Thriller bei der Übergewinnsteuer. Wer hat Angst vor Christian Lindner? Das ist doch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wer hat Angst vor Christian Lindner? Das machen Sie. Immer wenn dort blockiert wird, haben Sie keinen Mut mehr. Deswegen reparieren Sie Ihre Bremsen, nehmen Sie unsere Vorschläge auf. Niedrige Deckel, festes Kontingent, Preiskontrollen und eine ordentliche Übergewinnsteuer, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, am 21. Oktober haben SPD, Grüne und FDP hier gemeinsam den Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro Gaspreis, Strompreisbremse beschlossen. Wer, Herr Merz, wer, Herr Jung, hat dagegen gestimmt? Es war die Union. In den Haushaltsberatungen haben Sie keine alternativen Finanzierungsvorschläge unterbracht. Sie sind kein verlässlicher Partner für die Unternehmen und die Menschen im Land, was zur Sicherheit angeht. Sie haben in dieser historischen Situation versagt. Die Preisbremsen sind das richtige wirtschaftspolitische Instrument, um den Energieangriff von Russland abzuwehren. Militär- und auch Wirtschaftshilfen Richtung Ukraine sind das richtige Instrument, um dort zu helfen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann und Russland diesen Krieg verliert. Auch das ist in unserem Interesse. Unternehmen bekommen mit diesen Preisbremsen schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung. Es sind keine Anträge nötig. Die Energieversorger reduzieren direkt die Rechnung. Ganz wichtig, wir behalten die Energieeinsparanreize bei, und zwar ab der ersten Kilowattstunde. Die Preisbremsen sind klug konzipiert. Die finanzielle Unterstützung erfolgt als eine Art Gutschrift, die praktisch unabhängig vom Verbrauch ist. Und deshalb gilt weiterhin, Einsparen lohnt sich. Und es ist auch sehr wichtig, dass eingespart wird, nicht nur für die Versorgungssicherheit in diesem Land, sondern auch, dass wir die Preise runterkriegen. Das geht nur, indem wir mehr einsparen, auch in diesem Winter und auch im kommenden Winter. Ganz wichtig, wir schaffen jetzt Planungs- und Investitionssicherheit. Das ist wichtig für den Bäcker in München-Pasing oder die Bürgerin in Traunstein, die auf eine Wärmepumpe jetzt installieren will. Ganz wichtig aber auch, im kommenden Jahr werden wir massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren und diesen forcieren, Energieeffizienz, Einsparung, dort drauf uns konzentrieren. Heute Morgen hatte ich eine Runde mit Kolleginnen zum Inflation Reduction Act der Amerikaner. Dort ist ein Investitionsprogramm im Rahmen von
Open End im Prinzip 800 Milliarden Euro vorgesehen. Das heißt, das Race to the Top, das beginnt jetzt erst weltweit. Wer am stärksten ist im Ausbau der erneuerbaren Energien, der stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Und darum geht es jetzt ganz zentral. Zu den Rahmenbedingungen in der Energie- und Gas- und Strompreisbremse. Der Weiterverkauf von Gas bleibt möglich, und das ist auch wichtig für Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen, denn so schaffen wir die höchsten Effizienzen. Wir haben eine Arbeitsplatzerhaltungspflicht hier verankert im Gesetzesentwurf. Das werden wir noch einmal in der Ausgestaltung prüfen. Es ist wichtig, dass auch die Menschen darauf vertrauen können, wenn Unternehmen profitieren, bleiben Arbeitsplätze erhalten. Wichtig ist auch, keiner soll übermäßig von den Bremsen profitieren. Deswegen stellen Höchstgrenzen sicher, dass nur Unternehmen die Hilfen erhalten, die sie dann auch wirklich benötigen, die besonders hart getroffen sind. Und diese Bremsen müssen auch europäisch abgestimmt sein. Das heißt, die europäischen Partner dürfen wir nicht vergessen. Wir haben volle Gasspeicher, das ist gut, aber die sind auch in einem europäischen Verbund. Das heißt, europäisch zu handeln, auch darauf wird es zentral ankommen in den kommenden Wochen und Monaten. Wir handeln jetzt hier sehr entschlossen, schaffen Sicherheit, helfen den Unternehmen. Und im nächsten Jahr kommt das Jahr, wo wir dann die Wettbewerbsbedingungen auch für die Industrie, für die Wirtschaft zentral voranbringen werden mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz. Darauf kommt es jetzt an. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Lars Rover. Glück auf, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit vielen Monaten wissen Bürgerinnen und Bürger, dass schwierige Zeiten auf sie zukommen und dass sie, gerade wenn sie mit kleinen und mittleren Einkommen ausgestattet sind, vor großen finanziellen Herausforderungen steht. Aber die Bundesregierung blieb aus unserer Sicht viel zu lange untätig. Es brauchte mehrere Entlastungspakete, um alle hilfsbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu erkennen. Auf der Suche nach vergessenen Bevölkerungsgruppen erspähte die Bundesregierung in ihrem Elfenbeinturm am 4. September die Studierenden und Rentner durch ihr Fernrohr und kündigte eine Einmalzahlung über 200 Euro an. Es brauchte 2 Monate, bis das Kabinett das beschlossen hat, und es wird 2 Monate dauern, bis diese Regelung in Kraft tritt. Es wird aber weitere Monate brauchen, bis dieses Geld auch bei den Betroffenen und Studenten ankommt, weil sie gar keine digitale Plattform haben. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wir begrüßen die 200 Euro sehr, aber es fehlte bei den Studis immer irgendwas. Erst war es die Energiepreispauschale, die es nur mit Minijob gibt. Heizkostenzuschuss nur 10%. 9-Euro-Ticket durcheinander bis hin zu den Mensa-Gutscheinen. Sie haben einfach 3 Monate vertütelt. Und dann ist das Gesetz auch nicht vollständig. Gestern in der Regierungsbefragung kam raus, die Meisterschüler haben sie vergessen. Das Gesetz ist also an dieser Stelle absolut unverständlich. Wir denken aber auch, dass das Gesetz unnötig ist. Denn sie wollen mit diesem Gesetz nur die Verantwortung an die Länder transportieren, dass, wenn das Geld dann nicht rechtzeitig ankommt, sie es den Ländern in die Schuhe schieben können. Deshalb beantragen wir heute hier im Plenum, dass endlich Schluss mit dem Verhandeln ist und dass der Bund selbst die Plattform baut, und zwar in den nächsten 14 Tagen. Sie aber werden wahrscheinlich weiter wursteln. Wir werden uns nicht gegen die Studierenden stellen, aber wir wollen, dass hier Schluss ist mit diesen Regelungen. Mit Ihrem Gesetzentwurf erlassen Sie ein Leistungsgesetz mit einer Verordnungsermächtigung zur späteren Festlegung des konkreten Verfahrens. Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht völlig planlos und entbehrt jeder föderalen Zusammenarbeit. Und auch gestern in der Regierungsbefragung wenig Konkretes, wenig Abrechenbares, Frau Ministerin Stark-Watzinger. Bei Antworten auf unsere konkreten Fragen verlieren Sie sich im ungefähren Klein-Klein. Das war viel. Wir wollen, wir machen, wir werden, aber ganz wenig, um nicht zu sagen viel zu wenig, wir machen, wir tun. Frau Stark-Watzinger, Sie bezeichnen Ihr Ministerium selbst als Chancenministerium. Ich möchte Sie bitten, dass Sie nicht weiter die Ministerin der vertanen Chancen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Andreas Mehltretter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sind immer noch in der Krise und trotzdem hat sich das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im November erholt. Die Gründe sind, so das DIW, die Sicherstellung der Gasversorgung und die bisherigen und die geplanten Entlastungspakete der Ampel. Unsere Politik wirkt. Das zeigt das Konjunkturbarometer. Es zeigt aber auch, dass wir noch weit weg vom Normalzustand sind. Steigende Preise, labile Lieferketten und die weiterhin unsichere Lage belasten Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Sie brauchen weiterhin Unterstützung. Deswegen bringen wir heute die Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom in den Bundestag ein, weil wir als Ampel genau für diese Unterstützung sorgen. Meine Damen und Herren, es ist zu Beginn der parlamentarischen Beratungen hilfreich, noch mal einen Schritt zurückzutreten und sich den Abschlussbericht der ExpertInnenkommission anzuschauen. Dieser Bericht enthält eben nicht nur einzelne Maßnahmen, er enthält ein ökonomisch ziemlich schlaues Gesamtkonzept. Das Ziel sind schnelle Entlastungen und ein wirksamer Schutz vor Überforderung. Aber es geht natürlich auch darum, die Volkswirtschaft und die Preise zu stabilisieren. Und es geht darum, weitere Einsparanreize zu setzen. Es ist schlau, dort anzusetzen, wo die Ursache für die jetzige Situation liegt. Es sind die steigenden Gas- und Strompreise, die die Inflation ausgelöst haben. Es sind die steigenden Gas- und Strompreise, die die Liquidität der Betriebe und die Kaufkraft bis in die Mittelschicht hinein auffressen. Und genau dagegen helfen die Preisbremsen. Es ist auch schlau, dass wir die vollen Anreize zum Einsparen mit den Bremsen erhalten. Wie Kollege Janicek gerade schon gesagt hat, richtet sich die Entlastung nach dem prognostizierten Verbrauch und ist dementsprechend fix. Wer Gas und Strom spart, spart sich mit jeder Kilowattstunde bares Geld. Und es ist schlau, dass wir uns das Geld dort wieder zurückholen, wo mit der aktuellen Energiekrise große Gewinne gemacht werden. Wir beschließen morgen, Übergewinne der Mineralölkonzerne extra zu besteuern. Und wir schöpfen unerwartet hohe Erlöse von Stromerzeugern ab. So geht solidarische Politik in Krisenzeiten, meine Damen und Herren. Gerade die Erlösabschöpfung im Strommarkt ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wir greifen damit tief in den Markt ein, aber so zielgerichtet, dass wir keinerlei zusätzlichen Anreiz für die Verstromung von Gas geben. Das wollen wir nicht, das müssen wir vermeiden, um Gas einzusparen. Gleichzeitig gibt es natürlich noch wichtige Punkte, die wir prüfen müssen. Dazu gehört die Frage, wie die Auswirkungen der Abschöpfung am Strommarkt auf den Ausbau der erneuerbaren Energie aussieht. Es ist richtig, zumindest einen Teil der Preisbremsen aus den Übergewinnen der Energieerzeuger zu finanzieren. Wir brauchen aber auch mehr Tempo und Planungssicherheit beim Ausbau der Erneuerbaren. Investitionen in Erneuerbare müssen weiterhin attraktiv bleiben. Auch das müssen und werden wir sicherstellen. Meine Damen und Herren, um 2 Prozentpunkte können wir die Inflation durch die Preisbremse senken, sagen Ökonomen von Deutsche Bank Research. Genau das brauchen die Menschen und die Unternehmen in unserem Land. Ich betone das auch noch mal ganz bewusst mit Blick auf Sie, meine Damen und Herren von der Union. Ihr Fraktionsvorsitzender hat ja bereits angekündigt, die Preisbremsen im Bundesrat aufhalten zu wollen. Sie wollen die Entlastungen verzögern, auf die die Menschen dringend warten. Soll das verantwortungsvolle Opposition sein? Ich glaube nicht. Wir machen verantwortungsvolle Regierungsarbeit. Wir sorgen mit den Preisbremsen für die notwendige Entlastung in dieser schwierigen Zeit. So geht schlaue und solidarische Politik. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Götz Fröming. Frau Präsidentin, werte Kollegen, also ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, wie sich die Ampel hier heute selbst lobt. Wofür denn eigentlich? Für das Herumpfuschen an den Symptomen einer Krankheit, die Sie doch selbst mit Ihrer Politik erst herbeigeführt haben, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch ein Wort sagen zu dem hier ja mit
debattierten Vorschlag, eine Energiepauschale für Studenten auszuzahlen. Das ist in der Tat auch notwendig, denn mehr als ein Drittel der Studenten sind armutsgefährdet. Viele haben die Temperaturen in ihren Wohnungen herabgesenkt auf 16 Grad im Durchschnitt. Und da finde ich es schon ehrlich gesagt zynisch, wenn eine Abgeordnete der Grünen auf Twitter sich beklagt, dass es hier im Bundestag doch zu kalt sei und sie müsse einen Schal anziehen und heißen Tee trinken. Meine Damen und Herren, wenn einer kein Recht hat, sich über Temperaturen zu beklagen, dann sind es die Grünen. Und vielleicht auch noch ein Wort zu den Anträgen der Union. Also, liebe Kollegen, das ist ja schon ein kleines Kuckucksei, was Sie hier der Ampel ins Nest legen wollen. Sie schlagen vor, dass das Bundesministerium und jetzt weniger die Länder dafür zuständig sein sollten, die 200 Euro möglichst schnell auszuzahlen. Glauben Sie das eigentlich im Ernst, dass das Bundesministerium hinbekommt in der notwendigen Zeit? Ich erinnere nur mal daran, wie lange wir auf den Digitalpakt gewartet haben. 2019 beschlossen. Und immer noch warten viele Schulen darauf, dass die simpelsten Einrichtungen wie ein Breitbandanschluss oder funktionierende Laptops ankommen. Auch da schon hat der Bund versagt. Der Bund versagt in zentralen Dingen. Deshalb wäre es wesentlich besser und zielführender, Sie würden für eine vernünftige Politik sorgen, die Energie bezahlbar macht, und überlassen ansonsten denen etwas, die was davon verstehen, nämlich den Ländern vor Ort. Die können die Probleme an den Schulen selbst dann viel besser beheben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier geht es heute um mehr als 1 Grad Celsius in Räumen. Hier geht es heute mehr als auch nur um das Geld. Wir schützen heute unsere Zukunftschancen. Davon haben wir zusammen gekämpft, und zwar erfolgreich. Dafür, dass Forschung und Wissenschaft einbezogen sind bei den Entlastungen, dass sie gut durch die Energiekrise kommen. Nehmen wir die Teilchenbeschleuniger an den Helmholtz-Instituten. Die Strahlzeit ist in Monate voraus ausgebucht, ohne Strom aber kein Betrieb, keine Forschung, und im Worst Case bleiben hunderte Qualifizierungsarbeiten auf der Strecke, tausende Erkenntnisse. Oder in einer Biobank, wenn die Abluftfiltersysteme bei den Krankheitserregern nicht mehr betrieben werden können, jahrelange Arbeit umsonst. Wir setzen uns heute für Wissenschaft und Forschung ein, damit wir morgen überhaupt noch die Basis für Wissenschaft und Forschung haben, meine Damen und Herren. Und wir entlasten dreifach. Alle wissenschaftlichen Einrichtungen, egal wie groß, erhalten die Dezember-Soforthilfe. Außerdem greift die Gas- und Strombremse für Kitas, Schulen, Hochschulen und die großen Forschungseinrichtungen. Und ein Härtefallfonds bringt die energieintensive Forschung durch die Krise, die großen Anlagen, die viel Strom brauchen, vom Teilchenbeschleuniger bis zum Höchstleistungsrechner. Damit ist die außeruniversitäre Forschung abgedeckt, dank Härtefallfonds. Damit erhalten wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems. Frau Ministerin, unsere Reaktionsfähigkeit. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung vom Kollegen? Am Ende kann man gerne dann noch eine Kurzintervention haben. Unsere Reaktionsfähigkeit auf Krisen. Der Klimawandel macht ja keine Pause, nur weil wir gerade ein Energieproblem haben. Unsere Wettbewerber halten nicht inne, nur weil unsere Versorgung mit Gas und Öl, wir sie neu regeln müssen. Wenn wir weiter gut leben wollen, dann müssen Wissenschaft und Forschung weiterarbeiten können, auch in der Krise, meine Damen und Herren. Mit bis zu 2 Milliarden Euro unterstützen wir die Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Damit leistet der Bund einen großen Beitrag in schwierigen Zeiten. Fakt ist allerdings auch, die Länder stehen fiskalisch besser da als der Bund. Es ist also recht und billig, wenn sich auch die Länder an den Mehrkosten ihrer Hochschulen beteiligen. Der Bund sieht sich klar als Anwalt von Wissenschaft und Forschung, und dazu gehört das Werben um starke Allianzen, denn nur erfolgreich sind wir, wenn wir gemeinsam arbeiten. Das gilt auch für die Entlastung der Studierenden, Fachschülerinnen und Fachschüler, die 200-Euro-Pauschale. Die zahlt der Bund.
Aber die Auszahlung, da brauchen wir die Länder. Wir haben geprüft, gibt es einen zentralen Weg, wie das Geld auf die Konten kommt. Familienkassen, Krankenkassen, Finanzämter, funktioniert nicht. KfW geht auch nicht. Wir reden über 3,5 Millionen Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler an tausenden Hochschulen und Schulen. Wer wo eingeschrieben ist, das wissen nur die Länder. Dort ist es bekannt. Für die 200-Euro-Pauschale wird es eine zentrale Online-Plattform geben für ein möglichst schlankes Verfahren. Der Bund bezahlt die Plattform. Sachsen-Anhalt, unser Partner auf der Länderseite, hat die Weichen schon gestellt. Wir haben den Zug aufs Gleis gesetzt. Wir handeln nach der Devise, der Bund macht alles, was möglich ist. Die Länder kommen dazu, wo es nötig ist. Und ich gehe auch davon aus, dass die Länder ein Interesse daran haben, die jungen Menschen zu entlasten. Und liebe Freunde von der Union, liebe Frau Ludwig, mir ist noch ein Satz von Ihnen aus der letzten Debatte im Ohr geblieben. Sie haben gesagt, ich zitiere, Ministerium im Tiefschlaf. Wenn Sie mich angreifen, in Ordnung, wir sind politische Akteurinnen, wir sind im Wettstreit. Aber wenn Sie Vorurteile gegen Beamte und Angestellte im Ministerium schüren, dann ist das billig. Sie haben 16 Jahre dieses Ministerium geführt. Sie kennen die Menschen, die dort arbeiten, unter Hochdruck alles geben für gute Bildung in unserem Land, für gute Forschung. Und Ihr Parteivorsitzender hat vor kurzem sich über den politischen Stil in der Auseinandersetzung beschwert. Ich würde mal sagen, bitte nehmen Sie sich das zu Herzen, das geht auch anders. Wir haben zusammen viel auf die Beine gestellt, allein jetzt in der Energiekrise. Der 200-Euro-Pauschale ging die dreifache Entlastung der BAföG-Empfänger voraus. Durch die BAföG-Reform, Heizkostenzuschlag 1, Heizkostenzuschlag 2. Eine dreifache Entlastung, die ist jetzt auch vorgesehen für die wissenschaftlichen Einrichtungen, für die Zukunft unseres Landes. Denn Wissenschaft löst jeden Tag ein neues Rätsel. Wir brauchen sie. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Kollege Jatzombek aus der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundesministerin, Sie haben sich gerade beklagt, wir hätten Ihr Haus als im Tiefschlaf befindend bezeichnet. Das, Frau Ministerin, bezieht sich nur auf die Führungsebene und darauf, dass wir hören, dass ganz viele Beamtinnen und Beamten nicht durchdringen mit ihren Anliegen. Die Kurzintervention deshalb, weil Sie vorhin ausgeführt haben, es geht bei diesem Härtefallfonds, zu dem wir Sie übrigens getrieben haben durch eine Bundestagsdebatte. Am Tag der Debatte unseres Antrags haben Sie den Härtefallfonds angekündigt. Sie wussten zu dem Zeitpunkt aber nicht mal, wie groß er ist oder für wen er gilt. Jetzt wissen wir es. Er gilt nur für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und Sie haben vorhin von Teilchenbeschleunigern, von Rechenzentren, von all diesen Dingen gesprochen. Gestern in der Anhörung im Bildungsausschuss hat Professor Wörner für die TU Darmstadt dargelegt, dass genau diese Einrichtungen an dieser Uni da sind. Und die Hochschulen sind ausgeschlossen. Ich frage Sie an dieser Stelle, warum haben Sie die Hochschulen ausgenommen, die TU 9, die technischen Universitäten, wären allemal notwendig, mit berücksichtigt zu werden in diesem Härtefallfonds, der jedenfalls nach all dem, was hier gerade kolportiert wird, ausschließlich für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gilt. Frau Ministerin. Herr Kollege Jatzombek. Ich empfehle Ihnen das Lesen unseres Grundgesetzes und dem Aufbau der föderalen Struktur. Die Hochschulen sind in der Verantwortung der Länder. Wir entziehen uns dieser Verantwortung aber in keiner Weise. Zukunftsvertrag, Studium und Lehre, Professorinnenprogramm und viele gemeinsame Programme. Und jetzt die 2 Milliarden für die Energiepreisbremsen. Der Bund steht da und wir arbeiten mit den Ländern zusammen. So, nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Nina Stahr.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Minister, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste. Es ist gut, dass wir heute die Strom- und Gaspreisbremsen auf den Weg bringen und damit unmittelbar spürbare Entlastung für jeden Privathaushalt schaffen. Ich möchte aber jetzt auch noch mal, weil es nicht nur für die Privathaushalte gilt, den Blick lenken, wie die Ministerin das auch schon getan hat, auf die Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Ganz herzlichen Dank auch an Minister Habeck und das ganze Team des BMWK, dass bei diesem Paket Bildung und Forschung von Anfang an mitgedacht wurde. Bildung und Forschung sind so elementar wichtig für unsere Gesellschaft. Sie dürfen nicht noch einmal in einer Krise hinten runterfallen. Und es ist gut, dass wir als Ampel in dieser Krise dafür Sorge tragen. Zusätzlich zu den Preisbremsen unterstützen wir außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die besonders energieintensive Forschung betreiben, mit dem Härtefonds von bis zu 500 Millionen Euro. Und das BMBF arbeitet da mit Hochdruck an der Umsetzung. Herzlichen Dank auch dafür. Und natürlich, Herr Jarzombek, weil Sie sich Sorgen um die Hochschulen machen, leisten auch die Länder einen Beitrag. Und ich freue mich als Berlinerin ganz besonders, dass Berlin beispielsweise 180 Millionen Euro Energiehilfen unter anderem zur Verfügung stellt für die Hochschulen. Weitere 13 Millionen sind für das Studierendenwerk reserviert im Nachtragshaushalt. Und herzlichen Dank dafür an die zuständigen Kolleginnen in Berlin. Wir entlasten aber nicht nur die Bildungsinstitutionen, wir unterstützen auch Studierende, Auszubildende und SchülerInnen ganz direkt. Heute werden wir nämlich auch die 200 Euro Einmalzahlung für alle Studierenden beschließen. Im parlamentarischen Verfahren haben wir durchgesetzt, dass das auch für Promotionsstudierende gilt. Und es ist auch gut, dass alle ausländischen Studierenden, die hier wohnen, diese 200 Euro bekommen. Und ausnahmsweise haben Sie ja mal was richtig verstanden, Herr Frömming. Die 200 Euro fangen nicht die gesamten Kosten auf, sondern wir haben deshalb zusätzlich ein ganzes Paket an Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zwei Heizkostenzuschüsse, Energiepreispauschale, Kindergelderhöhung, massive Ausweitung des BAföG-Bezugs und vieles mehr. Damit unterstützen wir Studierende, FachschülerInnen, Auszubildende. Und wir denken auch an unsere Bildungs- und Forschungseinrichtungen und machen damit Deutschland zukunftsfest. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Menschen in unserem Land machen sich in diesen Tagen Sorgen. Beinahe täglich werde ich von Bürgern gefragt, wie können wir noch unsere Rechnungen für Strom und Gas und Öl und Holz bezahlen, und Unternehmen schildern mir, die hohen Preise gefährden massiv ihre Wettbewerbsfähigkeit, und tatsächlich stehen einige vor dem Aus. In dieser Situation muss der Staat finanziell unterstützen. Das ist, denke ich, keine Frage. Wir sind uns hier im Deutschen Bundestag in dieser Frage auch grundsätzlich einig, dass wir Menschen und Unternehmen schnell unter die Arme greifen. Das sagen wir seit Wochen und seit Monaten. Aber was ist geschehen? Es gab ein Hü und Hott in der Bundesregierung. Bis in den September hinein haben sie zunächst an dieser gescheiterten Gasumlage geklammert und sich dann erst auf den Weg gemacht hin zu einer Energiepreisbremse. Und bei dieser Vorgeschichte ist es ja kein Wunder, dass diese Energiepreisbremse auf den allerletzten Drücker kommt, und sie ist unausgegoren. Ich will es an drei Punkten deutlich machen. Der erste Punkt. Die Vorschläge der Bundesregierung, sie sind viel zu bürokratisch. Die Fachleute sagen uns in Teilen gar nicht verständlich, nicht umsetzbar. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir in den nächsten Wochen in der Umsetzung dieser Gaspreisbremse und Strompreisbremse ein Chaos erleben würden. Der zweite Punkt. Die Preisbremse ist ungerecht. Sie ist ungerecht, weil sie vergessen die Millionen von Menschen, die mit Öl oder mit Holz heizen müssen. Auch diese erleben enorme Preissteigerungen, aber die Bundesregierung gibt darauf überhaupt gar keine Antwort. Sie reden nur über Gas, und das ist nicht in Ordnung, und das ist ein Schlag ins Gesicht des ländlichen Raums, wo besonders viele zum Heizen auf Öl und Holz angewiesen sind. Und meine Damen und Herren, Sie wollen bei den erneuerbaren Energien abschöpfen. Wir wollen doch, dass Deutschland
und in Deutschland mehr investiert wird in erneuerbare Energien. Aber Sie riskieren mit Ihrem Vorschlag genau das Gegenteil, dass weniger investiert wird. Und wenn Sie das so umsetzen, dann wird auch aus Ihrer Preisbremse in Wahrheit eine Investitionsbremse. Und das ist das Letzte, was Deutschland im Moment gebrauchen kann. Und bei der Bioenergie hat alleine die Ankündigung des Gesetzes Schaden angerichtet. Sie würgen die Bioenergie ab. Das ist fatal. Ist doch die Bioenergie eine verlässliche, eine regelbare und eine heimische Energieform, die wir brauchen. Meine Damen und Herren, an die Bundesregierung, verstärken Sie nicht noch weiter die ohnehin bestehende Energieknappheit. Deutschland macht jetzt sehr, sehr viele Schulden, um für ein gutes Jahr die hohen Preise teilweise abzufedern. Aber ich frage, was kommt eigentlich danach? Wie ermöglichen wir, dass Unternehmen auch über diese Zeit hinaus wettbewerbsfähig bleiben? Wie ermöglichen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch über diese Zeit hinaus ihre Strom- und Gas- und Holzrechnung bezahlen können? Meine Damen und Herren, hohe Preise sind immer Ausdruck von Knappheit. Energie ist knapp. Und deswegen ist es doch jetzt das Gebot der Stunde, dass wir alles dafür tun, das Angebot zu erhöhen. Wir müssen investieren und wir müssen für die notwendige Infrastruktur sorgen. Ich will nur einen Punkt nennen. Wir müssen jetzt Vollgas geben bei der Wasserstofftechnologie. Wir brauchen doch auch dann verlässlich Energie, wenn Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Wasserstoff ist ein Schlüssel dazu. Und umso nachdrücklicher nach dem Wegfall des russischen Gases gilt, wir haben hier überhaupt keine Zeit zu verlieren. Und ich kann nicht verstehen, dass die Bundesregierung jetzt in diesen Tagen gerade ihr Konzept zur Wasserstoffnetzentwicklung um ein ganzes Jahr verschoben hat. Das können wir uns nicht leisten. Machen Sie dieses Konzept. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland schnell Wasserstoffland Nummer eins wird. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Sebastian Rohloff. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute nichts weniger als eine der größten Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger seit Bestehen der Bundesrepublik. Ich bin sehr froh, dass die Ampel Handlungsfähigkeit bewiesen hat und wir dieses Finanzvolumen von 200 Milliarden heute auf den Weg bringen. Es ist wichtig, dass wir es möglichst schnell in sinnvolle, wirksame und natürlich möglichst zielgenaue, wo das aus technischen Gründen möglich ist, Konzepte gießen. Und dementsprechend haben wir heute mit diesen Beratungen einen großen Fortschritt gemacht. Aber auch die ersten drei Entlastungspakete der Ampel waren weitreichende Unterstützungen. Allen voran zum Beispiel der Dezemberabschlag, der in diesen Wochen beginnt zu wirken. Und eine erste wichtige Überbrückungshilfe ist, die auch viele Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und von Unternehmen auf der anderen Seite ernst nimmt. Und heute sprechen wir über das noch größere Paket. Die Gaspreisbremse wird zusammen mit den unterschiedlich konzipierten Härtefallfonds bis ins Jahr 2024 hinein Sicherheit geben. Niemand wird in Deutschland frieren müssen, weil die Rechnung nicht mehr bezahlbar ist. Und das muss unser gemeinsames Anliegen sein. Natürlich ist klar, dass diese Bremse teuer ist. Aber nicht zu handeln wäre noch teurer. Es gäbe ganz gravierende Verwerfungen, Deindustrialisierung, Arbeitsplatzverluste. Und dementsprechend ist es wichtig, jetzt hier staatlich regelnd einzugreifen. Klar ist aber auch, und das haben wir bei der Konzeption bedacht, dass wir natürlich auch Sparanreize schaffen müssen. Und das ist in dem Konzept vorgesehen. Ich freue mich ganz besonders, weil ich es mir auch fast ein bisschen gewünscht habe, als ich das letzte Mal hier an der Stelle stand, dass wir eine rückwirkende Entlastung ab Januar hinbekommen. Es hat in den Gesprächen Gott sei Dank funktioniert, und auch das ist genau das richtige Signal an die Unternehmen in diesem Land. Es ist jetzt wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen konkret planen können. Wann kommt welche Belastung? Wann kommen welche Preisbremsen? Wann können wir kalkulieren? Und es ist unsere Aufgabe als Politik, ergänzend zu gucken, dass wir auch die Liquidität von Unternehmen sicherstellen. Weil auch wenn es rückwirkend gilt, bis März natürlich auch ein gewisser Zeitraum zu überbrücken ist.
Darüber hinaus ist die Gaspreisbremse auch volkswirtschaftlich richtig. Wir haben es heute schon gehört. Sie wird inflationsdämpfend wirken. Es wird eine spürbare Entlastung auch diesbezüglich sein. Und dementsprechend ist das genau der richtige Weg, den wir gehen. Zum Abschluss darf ich noch mal ganz ausdrücklich auch seitens der SPD-Fraktion feststellen, dass wir diese Diskussionen über ein Gesundschrumpfen der Industrie oder der deutschen Wirtschaft etwas fehlgeleitet finden. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten, und es geht nicht um Deindustrialisierung, es geht um Transformation, und hier braucht es mutige Schritte. Wir werden die Weichen so stellen, dass wir langfristig erfolgreich sind, konkurrenzfähiger Industriestrompreis ebenso wie eine Reform des Merit-Order-Prinzips und natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich darf zum Abschluss sagen, ich bin außerordentlich stolz, dass wir diese Gesetze heute auf den Weg bringen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns mit der Ampel einig, dass wir Entlastungen brauchen. Das war es aber dann auch schon mit der Einigkeit. Die Entlastungen kommen zu spät, sie sind zu bürokratisch und sie sind auch noch ungerecht. Unsere Vorschläge liegen seit Anfang des Jahres auf dem Tisch. Sie haben es versäumt, im Sommer über ein tragfähiges Konzept zu entwickeln und stattdessen lieber um die Gasumlage gestritten, die nicht nur Unsinn, sondern auch verfassungswidrig gewesen wäre. Und Sie machen gleich weiter. Zuerst wollen Sie die von Ihnen als Zufallsgewinne titulierten Erträge aus Erneuerbaren rückwirkend bis März abschöpfen, verfassungsrechtlich auch zweifelhaft. Dann ab September, jetzt ab Dezember. Das schafft kein Klima für Investitionen in Erneuerbare. Das Gegenteil wird damit erzeugt, sehr geehrte Damen und Herren. Ein grün geführtes Ministerium verunsichert beim Ausbau der Erneuerbaren, das muss man sich erst einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Bei den Preisbremsen schaffen Sie neue bürokratische Monster. Die vorliegenden Vorschläge sind so nicht verständlich und daher nicht umsetzbar. Das sage nicht ich, das sagt Frau Andrea vom BDEW, die Sie ja gut kennen müssten. Und zwar sagt sie das noch letzte und diese Woche. Schaffen Sie endlich Klarheit und Umsetzbarkeit, meine Damen und Herren. Biogas muss anders behandelt werden als PV und Wind. Hier wurde oft genau das gemacht, was wir brauchen und was wir wollen. Hier wurde flexibilisiert, hier wurde investiert, um für das Gesamtsystem entsprechend bei den Nachfragespitzen systemdienlich zu sein. Diejenigen, die hier investiert haben, dürfen nicht dafür bestraft werden, meine Damen und Herren, und dafür stehen wir als Union. Die Ampel will sogenannte Zufallsgewinne bei Biogas, PV und Wind abschöpfen, bei Steinkohlekraftwerken aber nicht, weil die laut Ministerium notwendig sind, um Erdgas beim Verstromen zu sparen. Kernkraftwerke zur Stromerzeugung will man aber stilllegen, so kann man das zusammenfassen. Ihre Energiepolitik passt doch hinten und vorne nicht zusammen, meine Damen und Herren. Sie haben immer noch keine hinreichende Lösung, wie Sie Bürger mit Holzpellet, mit Holz, mit Heizölheizungen entlasten wollen. Auch hier brauchen wir entsprechende Lösungen und nicht den Gang zum Jobcenter. Natürlich, 200 Milliarden Euro, das ist ein wuchtiges Paket. Wir müssen aber schon auch berücksichtigen, das Geld wird nicht investiert. Es wird nichts gebaut, es wird nichts modernisiert, es wird nichts erneuert, es wird lediglich konsumiert. Da ist ja die Ampel auch entsprechend spezialisiert. In den USA wird gleichzeitig ein sogenannter Inflation Reduction Act ins Leben gerufen mit einem Volumen von fast 500 Milliarden Dollar. Und dort wird investiert. Und wir müssen in Deutschland auch wieder investieren. Es droht nichts weniger als die Deindustrialisierung des Landes. Wir müssen alles, aber auch wirklich alles daran setzen, dass wir in Deutschland und Europa auch zukünftig wettbewerbsfähig sind, dass der Mittelstand, das produzierende Gewerbe, dass die Industrie auch hier
Perspektiven haben. Die Chemieindustrie erwartet mehr oder weniger unbeachtet von der Öffentlichkeit 2022 einen Produktionsrückgang von 8,5%. Und durch die 70%-Grenze bei der Gaspreisbremse werden Anreize gesetzt, weniger Gas zu verbrauchen. Das stimmt. Aber eben auch weniger Anreize, oder es werden auch Anreize gesetzt, weniger zu produzieren. Wenn die Industrie aber weg ist, dann gibt es auch nichts mehr zu transformieren. Dann gibt es eben auch keinen Weg hin zur CO2-Neutralität und keine Arbeitsplätze in Deutschland. Wir brauchen also einen Mittelstand, wir brauchen einen Industriestromtarif, wir brauchen CO2-neutrale Geschäftsmodelle und keine Überregulierung. Und wir brauchen insgesamt mehr Perspektiven für den Wirtschaftsstandort und auch für den Industriestandort Deutschland. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Lina Seitzel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kollege Jazombek, ich möchte dann doch noch mal daran erinnern, dass in der gestrigen Anhörung im Ausschuss für Bildung und Forschung alle Sachverständigen, und zwar von Hochschulrektorenkonferenz bis zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, gesagt haben, dass sie sehr profitieren von den Maßnahmen, die die Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten in Kraft gesetzt hat und natürlich auch von den Energiepreisbremsen, über die wir hier gerade sprechen. Der Deutsche Ethikrat hat vor ein paar Tagen eine Ad-hoc-Empfehlung zum besseren Schutz der jungen Generation veröffentlicht. Er geht darin auf die psychischen Belastungen ein, mit denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den letzten knapp 3 Jahren umgehen mussten. Und ich will mit Erlaubnis der Präsidentin gerne dessen Vorsitzende Alena Brüx zitieren, die gesagt hat, wir schulden als Gesellschaft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur Dank und Respekt, sondern konkretes Handeln. Die Zeit der Corona-Pandemie wurde von jungen Menschen als große emotionale, in vielen Fällen auch existenzielle Krise wahrgenommen und warf sie in eine nicht zuvor gekannte Belastungssituation. Dann kam der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen, die zum Beispiel für Studierende, die gerade von zu Hause ausgezogen sind und sowieso wenig Geld in der Tasche haben, besonders zu spüren sind. Und über all dem liegt natürlich auch die Sorge vor dem Klimawandel, dessen Auswirkungen insbesondere die junge Generation zu spüren bekommen wird, wenn wir ihn nicht in den Griff bekommen. Und diese Überlagerung von Ausnahmezuständen für junge Menschen darf nicht übersehen werden. Sie haben sich in den letzten Jahren solidarisch gezeigt und Einschränkungen hingenommen. Und deshalb schulden wir dieser Generation als Gesellschaft Solidarität und Unterstützung. Und für uns als Politik bedeutet das dann eben auch, neben Worten der Anerkennung Taten folgen zu lassen, wie von Alena Brüx gefordert. Und deshalb bin ich wirklich sehr froh, dass wir heute den Gesetzesentwurf zur Energiepreispauschale für Studierende und für Fachschülerinnen und Fachschüler verabschieden. Diese Gruppe ist nicht nur mehrfach krisenbelastet, sondern darüber in besonderem Maße von Armut gefährdet. Und deshalb bedeuten diese 200 Euro auch eine wirkliche Unterstützung bei den stark gestiegenen Energiepreisen. Und damit ist es ja nicht getan. Ich habe das hier immer wieder betont, und die Ministerin Frau Stark-Watzinger hat es gerade auch noch mal aufgeführt. Wir haben ja bereits eine Kette von Maßnahmen verabschiedet. Die Erhöhung, Öffnung des BAföG, die Verankerung des Nothilfemechanismus, Anhebung Mindestlohn, Minijobgrenze und so weiter und so fort. Und natürlich profitiert diese Gruppe von Menschen auch von den Energiepreisbremsen, über die wir ja gerade auch beraten und die wir dann im Dezember verabschieden werden. Und Sie sehen, das ist ein bemerkenswertes Paket an Maßnahmen, die wir hier in den letzten Monaten beschlossen haben. Aber die besten Beschlüsse nutzen natürlich nichts, wenn sie dann erst sehr spät ankommen. Wir haben hier parlamentarisch jetzt den Weg freigemacht für eine schnelle Auszahlung der 200 Euro. Und jetzt liegt es am Bundesministerium und auch an den Ländern, die tatsächliche Zahlung dann zügig vorauszugehen. Ich möchte zum Schluss noch mal eindringlich dafür werben, dass auch in dieser Energiekrise Schulen und Hochschulen unbedingt offen bleiben müssen, damit steigende Kosten eben nicht noch weiter an diese Gruppe abgeschoben werden und damit nach fast 3 Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen der Austausch
und die Begegnung junger Menschen gefördert statt beschränkt werden kann. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Jessica Rosenthal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute in erster Lesung die Gas- und Strompreisbremse und bringen damit, wie auch schon vielfach unterstrichen, wichtige Entlastungen auf den Weg. Denn gerade einkommensschwache Haushalte trifft diese Krise besonders hart. Die einkommensschwächsten 20% wenden 62% ihres Konsums für Nahrungsmittel, Wohnen und Energie auf. Das bedeutet, dass sie bis zu 5-mal so stark belastet sind in dieser Krise als alle anderen. Und gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass wir heute und hier und jetzt in zweiter und dritter Lesung die Energiepreispauschale für Studierende und Fachschülerinnen beraten. Denn wer sind denn die einkommensschwachen Gruppen? Es sind Studierende und Azubis. Azubis haben oft ein sehr kleines Einkommen. Sie müssen diese Kosten für eine eigene Wohnung aufwenden, für Lebensmittel, davon auch noch die Energiepreise bezahlen. Im ersten Lehrjahr verdient eine Auszubildende im Friseurhandwerk 585 Euro. Im Fleischereihandwerk sind es dann schon 736. Aber mal ehrlich, wer soll in dieser Zeit davon leben können? Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir mit der Reform des BAföGs eben auch die Berufsausbildungsbeihilfe reformiert haben, dass da mehr ankommt für Auszubildende, dass wir den Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht haben, dass wir jetzt auch mit dem Programm Jungen Wohnen was auf den Weg bringen, um das Wohnen bezahlbar zu machen und dass wir die 300 Euro auch für Studierende auf den Weg gebracht haben. Auch für Auszubildende auf den Weg gebracht haben. Aber von diesen 300 Euro haben eben nicht alle Auszubildenden profitiert. Gerade die, die im schulischen Bereich eine Ausbildung machen, und das sind viele junge Menschen in diesem Land, die haben nicht profitiert. Wir reden dabei von den Erziehungs- und Gesundheitsberufen. Wir reden dabei von Notfallsanitäterinnen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, von Heilerziehungspflegerinnen, von Erzieherinnen. Das sind doch die Berufe, die gerade in der Corona-Pandemie für uns alle so viel gestemmt haben. Und deshalb müssen jetzt gerade diese Ausbildungsberufe auch die 200 Euro bekommen. Das ist eine Frage des Respekts. Und genau deshalb bringen wir das jetzt auf den Weg. 200 Euro auch für Fachschülerinnen und Fachschüler. Das muss kommen. Bitte stimmen Sie zu. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 4683 und 4685 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Zahlung einer einmaligen Energiepreispauschale für Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler sowie Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler in Bildungsgängen mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschlusses. Der Ausschuss für Bildung und Forschung und Technikfolgenabschätzung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4741 den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Drucksache 4536 anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 4744 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die Fraktion der CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP auf Drucksache 4536 zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktion.
Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktionen. Enthaltungen? Ja, ich mache es mir jetzt einfacher. Enthaltung die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Niemand. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Wir kommen nun weiter zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 4677 mit dem Titel 200 Euro Einmalzahlung jetzt an Studentinnen und Studenten sowie Fachschülerinnen und Fachschüler auszahlen. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Enthaltungen die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe nun auf.